Zweiter Teil. Wir haben viele Tauben hier auf dem Dach sitzen, daher die Geräusche. Lass uns noch ein paar Übungen machen. Ich erinnere nochmal, Pythagoras braucht man zum Beispiel in folgendem Fall. Nochmal den allereinfachsten Fall. Und zwar eine Schublade. Die habe ich zu Hause, eine Schublade. Und ich habe einen furchtbar langen Löffel. Und ich will versuchen, den Löffel hier in die Schublade reinzukriegen. Und zwar folgende Abmaße hat die Schublade. 35 cm, 20 cm und 10 cm. Und mein Löffel ist lang. Moment mal. Und der Löffel ist 45 cm lang und ich will wissen, passt der Löffel? Also, gegeben sind diese Umstände. Und Frage, tja, wie könnte man das besser mathematisch formulieren, damit ich hier nicht reinschreiben muss, passt der Löffel? So, das heißt also, wenn ich das mathematisch formulieren will, muss ich was anderes machen. Wenn ich den Löffel also sogar hier reinpacke, dann sage ich, das entspricht der Raumdiagonale. Und um das hier schnell und kurz und bündig irgendwie hinzukriegen, sage ich, okay, Moment mal. Dann habe ich, wenn die Schublade ausreichend groß gemalt wurde, habe ich hier ein Dreieck. Und darauf steht dann das nächste Dreieck, das mache ich jetzt rot. Es geht um die Raumdiagonale. Und jetzt muss ich das bloß noch bezeichnen. Sage ich 35 und 20 und so weiter, das kann ich lassen. Hier unten sage ich zum Beispiel D, hier, das sei D, die Diagonale in der Fläche. Und die rote sage ich dazu klein e. Und dann ist die Frage leicht, also gesucht ist e, ja, kleiner oder größer als Löffellänge, sage ich L. E ist kleiner als, oder wie formuliere ich es? Ja, man kann beides nehmen, man kann die Frage stellen, ist E klein genug oder mindestens gleich L? Oder umgekehrt, ist E größer oder gleich L? Das ist eine Frage, die man hinterher auswerten muss. Das ist dann immer eine schöne Frage des Antwortsatzes. Passt es oder passt es nicht? Ich gucke mir also die Frage nochmal an und formuliere dann die Antwort praxisgerecht, also an die Praxis angepasst. Das Gelbe hier soll übrigens der olle Löffel sein. So kamen wir da drauf. Hauptsache, der passt irgendwie rein und dafür haben wir gesagt, E ist das längste, was wir bieten können in der Schublade. Ansonsten überall rechte Winkel vorausgesetzt. Na dann, schießt mal los mit der Rechnung. So, jetzt haben wir das entsprechend aufgestellt. Ne? D Quadrat ist gleich die 35 cm in Klammern zum Quadrat plus 20 cm in Klammern zum Quadrat. E, jetzt das rote Ding, E Quadrat ist hier die Höhe, 10 cm in Klammern zum Quadrat plus D Quadrat. Und dann setze ich das entsprechend ein, rechne den Kram aus. Und komme auf 41,533 cm. Was für ein Pech, ich kann den Löffel wohl nicht reintun. In der Praxis probiert man das auch so. Aber es gibt genug Fälle, wo man es nicht so probieren kann. Bloß mal folgendes Beispiel. Stellt euch mal vor, ihr habt folgenden Umstand. Also zweites Beispiel. Nee, falsch. Ihr habt folgendes Beispiel. Gegeben ist eine Masse von 400 Kilogramm, lässt sich ja leicht heben. Und zwar, das Ding sieht von oben gesehen so aus. Und jetzt ahnt ihr schon, weshalb das fast unmöglich ist, da mal zu probieren, wie mit dem Löffel. Wenn das ein Klavier ist und ich überlege, ob das durch eine Tür passt, die zwar eine gewisse Breite hat, aber auf jeden Fall die Höhe der Tür, nehmen wir die mit 2 Metern, und ich spinne jetzt mal, und dieser olle Flügel hier, ja, wenn ich das Ding schwarz mache, dann sieht man es noch ein bisschen deutlicher, und ich will den Flügel dadurch transportieren, und ich sage, vielleicht passt der Flügel ja wenigstens so durch, und ich habe eine gewisse Türbreite von 80 cm, und jetzt die Flügelmaße. Jetzt spinne ich mal, der ist meinetwegen 2,50 Meter breit und die Beine abgeschraubt, jetzt den Flügel von der Seite gesehen, der ist dann
Man kann die Maßpfeile auch so machen und macht hier die Maßhilfslinie 80, naja, nicht 80, nee, übertreiben wir nicht. Bloß mal ein Beispiel, der ist 60 cm dick, der Flügel, ohne Beine wohlgemerkt. Ne? Wenn ich dann probiere und sage, tja, kriege ich den durch diese Tür durch, dann kann ich nicht vorher probieren, hebt mal alle an und dann werden wir mal sehen, ob es geht. Denn dann sollte man rechnen. Das wäre der typische Fall. Gesundheit. Und entsprechend bei großen Dingen, zum Beispiel die Meierwerft, wenn die ihre Schiffe da durch irgendwelche Brücken durchtransportieren will, auch da geht es um solche Zusammenhänge. Da muss man vorher rechnen, bevor man sagt, so, jetzt steckt das Schiff fest und was machst du nun? Ne? Also, probieren wir uns mal an der Aufgabe. Wir brauchen hier unbedingt Arbeitsskizzen dazu, denn sonst kommen wir nicht zurecht. Na denn. Also, ich habe hier so das Dreieck rausgezeichnet. Und wenn, also das sind dann ja, weil das Meter sind, dann Zentimeter. Und weil alleine das schon nur 215 Zentimeter sind, passt das so oder so nicht. Und das ist was? So. Was ist das? Das. Klavier. Pause. Klavier. Also, ich meinte mit das das Klavier, weil wenn das Klavier schon, also es ist ja 250 Zentimeter und das passt dann nicht. Was ist denn D? Na, D ist die Diagonale hier. Und wie hast du ausgerechnet? Na, mit Püti. Na klar. Na gut, genau. Die grundsätzliche Überlegung war ja, also wenn die Diagonale, die die Tür bildet, nur 2,15 Meter ist, dann wird ja diese Linie hier, ich mache sie mal dick, na, dann wird diese Linie noch kleiner sein. Und jetzt ist die nächste Aufgabe, wie groß muss demzufolge dieses Dreieck sein. Ich habe das jetzt nur markiert, ich mache es nochmal weg. Und mal ein bisschen besser, damit es besser auffällt. Und zwar nochmal, wir wollen jetzt errechnen, wie groß ist dieses Dreieck, was uns hier zur Verfügung bliebe, wenn, Achtung, diese Linie 2,50 Meter ist. Also wenn diese Linie hier 2,50 Meter ist, wie lang sind dann die anderen Seiten? Das heißt, wenn ihr das eine habt, könnt ihr auch das andere errechnen. Ich erinnere an Ähnlichkeiten. Dreiecke sind einander ähnlich, wenn sie gleiche Innenwinkel haben. Dann sind sie ähnlich. Wenn die Winkel alle gleich sind hier drin, dann sind sie ähnlich. Der rechte ist hier eh der gleiche. Und wie kriegt man solche Verhältnisse hin? Über Verhältnisgleichungen. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Noch einen kleinen Tipp, und zwar nehmen wir mal Folgendes an. Das mache ich jetzt mal wieder so. Ich habe hier zwei Seiten, verbinde die und ich schiebe jetzt mal das parallel und nochmal oder nochmal oder nochmal. Dann sind die Dreiecke entweder das kleine oder das größere oder das ganz größere, alle einander ähnlich. Weil wenn ich parallel verschoben habe, stimmen die Winkel jedes Mal. Okay? Und jetzt nochmal unsere Tür angucken und nochmal überlegen, was kann man machen und so weiter und so fort. So, jetzt haben wir hier einen Lösungsansatz, und zwar die Hälfte des Klaviers sind ja 30 cm, weil es ja 60 cm dick ist. Und jetzt könnte man hier auf diese Art hier rankommen. Das blaue Dreieck, ganz genau das ist es. Wir machen dann beim nächsten Mal weiter. Erstmal jetzt schöne Pause.